Das Stadion ist leer und ich spüre trotzdem unsere Fans hier im Stadion. Wir begrüßen Sie im Münchner Olympiastadion. Der BVB greift nach den Sternen. Wie ich auf der Bank saß, wie ich dann eingewechselt wurde. Jetzt kommt auch gleich Lars Ricken, der Mann für die entscheidenden Tore. Ja, und noch das Torschieß. Lars Ricken schießt! Tor! Ekstase bei Spielern und Fans. Aber jetzt ist das Spiel vorbei! Ein unbeschreibliches Bild. Als Dortmunder Jung war es mir extrem wichtig, etwas zu leisten, woran sich Verein und Fans erinnern werden. Ich hoffe, es ist mir damit gelungen. Obwohl es jetzt schon so lange her ist, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir am Münchner Flughafen angekommen sind. Wie wir ins Stadion gekommen sind. Wir waren natürlich nicht Favorit. Juve war kurz vorher italienischer Meister geworden. Und trotzdem waren wir extrem selbstbewusst, dass wir den Fans hier einfach einen geilen und uns natürlich auch einfach einen geilen Tag hier bescheren. Und hier kann wieder einmal ein Traum im Ruhrpott in Erfüllung gehen. Das war unsere Kabine. Hat sich nicht sonderlich geändert. Eigentlich die Kabine, die Heimkabine von Bayern München. Ist natürlich immer schön, in der Kabine von Bayern München seine größten Erfolge zu feiern. Hier war mein Platz. Hier hing mein Trikot. Es war natürlich nicht so leer, wie es jetzt ist, sondern alle waren zwar aufgeregt, aber es war relativ ruhig in der Kabine. Ja, das ist der Weg von der Kabine aufs Spielfeld. Bin natürlich oft gegangen, aber bei dem Spiel war es ein besonderer Gang. Natürlich war ich schon enttäuscht, dass ich nicht direkt aufs Spielfeld und von Anfang an spielen konnte, aber Herr Ottmar Hitzfeld hat mir klipp und klar gesagt, deine Chance kommt, egal wie es steht. War eine einzigartige Atmosphäre. Hitler, Tor, Tor, Tor! Kopfballtor! Kalle Riedler zum Zweiten! Alessandro Del Piero macht das Anschlusstor. Kurz nach der 70. Minute hat Ottmar Hitzfeld mich dann zu sich gerufen. Ja, dass mit meiner Einwechslung dieses Spiel dann auch noch mal so eine Wendung nimmt, das hätte ich natürlich mir auch in meinen kühnsten Träumen dann nicht erwartet. Stefan Chapuisat ist derjenige, der raus muss für Lars Ricken, den Youngster, der schon so wichtige Tore geschossen hat. Und der macht dann gleich das 3:1. Wir hoffen es jedenfalls. So, hier müsste ungefähr der Punkt gewesen sein, wo ich das Tor gemacht habe. Und jetzt müssen wir am Ball bleiben. Du bist gar nicht so weit weg, ich glaube 26, 27 Meter. Denn Lars Ricken schießt! Tor! Der Ball musste genauso geschossen werden, wie ich ihn geschossen habe. Wahrscheinlich von 10 Mal wäre 9 Mal nicht reingegangen, aber dieses eine Mal eben. Und in dem Moment, wo der Ball dann auch meinen Fuß verlassen hat, wusste ich auch, dass er reingeht. Was für ein Tor! Es war eins mit Ansagen! Lars Ricken mit einem Heber zum 3:1! Und danach war es eigentlich ein einziger Rausch. Wenn ich nicht die Fernsehbilder danach gesehen hätte, hätte ich nicht gewusst, wie ich am Ende gejubelt habe, wo ich hergerannt bin. Es ist nicht möglich! Das Spiel für mich persönlich hat mir natürlich insofern extrem viel gegeben, weil mir war immer klar, ich möchte etwas leisten, was über meine Karriere hinaus Bestand hat. Und ich glaube, dass mir das mit dem Tor durchaus gelungen ist. Und Borussia Dortmund hat's gepackt. Ein unbeschreibliches Bild. Ja, das bedeutet mir halt extrem viel, den auch unseren Fans irgendwie diesen einen Moment ein Stück weit auch nicht nur mir, sondern ihnen auch gegeben zu haben und an den man sich, glaube ich, auch mit Gänsehaut noch 25 Jahre später dran erinnert. Der Europapokalsieger, der Landesmeister 1996-97 heißt Borussia Dortmund.